Vielen Dank, dass doch trotz der veränderten Umstände so viele erschienen sind. Ich habe zwei Probleme, nämlich einmal, dass ich in den nächsten 20 Minuten hier stehen bleiben muss. Das fällt mir manchmal ganz schwer. Und das Zweite ist, dass ich die Zeit einhalten muss. Beides versuche ich aber irgendwie zu gewähren. Wildtiere in der Stadt, das ist, glaube ich, hier der Pointer. Ich glaube, das ist ein Thema, womit sich ja nicht nur die jetzige und heutige Veranstaltung beschäftigt, sondern die sie alle umtreibt. Ich fand es sehr interessant, gerade von Herrn Petersen zu hören, wieso die Menschen ticken. Das ist für mich insofern spannend, als dass ich das nochmal so ein bisschen erweitern möchte auf tatsächlich stadtzentrale wohnende Menschen und die am Stadtrand wohnen und durchaus differenzieren muss zwischen den einzelnen Arten und natürlich Wildtiere in der Stadt, okay, aber nicht hier. Das passender kann so ein Vortrag gar nicht sein. Immer auch davon abhängt, ob man gerade betroffen war oder nicht. Ich finde Wildschweine toll, solange sie nicht im Vorgarten waren. Die Menschen, die einen Kontakt bisher nicht hatten, die finden es großartig. In dem Augenblick, wo er mal im Vorgarten war, die Sau, das Wildschwein, sieht man das ganz anders. Insofern, also willkommen und ich versuche Ihnen in den 20 Minuten mal vorzustellen, wie so die Stadt tickt. Die Big Fives, die kennen Sie alle aus Afrika, die habe ich mal mitgebracht. Die sind bekannt, aber natürlich hat auch Berlin Big Fives. Die sehen dann so aus. Das sind unsere Big Fives, mit denen wir sehr viel zu tun haben. Vor allem Wildschweine, Kaninchen, genau, gehört auch zu den größeren Wildtierarten, die wir haben, Füchse und auch die Steinbeine. Und ja, zählen kann ich auch, da fehlt einer. Ich habe ihn jetzt dramaturgisch noch mit reingebracht. Schauen Sie mal, ja. Die Art, mit der wir inzwischen am häufigsten zu tun haben bei den Anrufenden, bei denen, wo es Ärger gibt, die Waschbären. Tatsächlich also, Wildtiere in der Stadt ist ein Phänomen, was uns alle umtreibt, was sich immer wieder auch verändert. Die Situation, wie ist die Situation eigentlich in dieser großen Stadt? Das ist ja nicht nur seit gestern so, dass Tiere in die Stadt kommen. Ich rede mal jetzt heute vor allem von den größeren Wildtierarten. Die kleineren, wie Ameisen oder Wildbienen, die sind spannend, klar, aber die meisten interessieren die eher weniger. Sondern die großen Wildtiere sind damit gemeint. Die sind auch spannend. Da sind es vor allem Wildschweine, Füchse, Marder, Biber, über die werden wir nachher noch gleich was hören. Kaninchen und jetzt auch neu die amerikanischen Sumpfkrebs. Über alles wird diskutiert und interessant ist auch meine Stelle als Wildtierreferent. Ich bin bei der Senatsverwaltung, wie Sie eben erfuhren, zwar angegliedert, aber nicht etwa in der Fachabteilung, sondern in der Pressestelle. Und das sagt eigentlich schon alles aus über die Stadt und über die Menschen in dieser Stadt. 3,6 Millionen Menschen und wie sie ticken. Ja, fachlich ist wichtig zu wissen, wo sich die Tiere aufhalten. Dafür haben wir ein ganz großartiges Referat. Aber es ist noch viel wichtiger, die Menschen mitzunehmen. Und zwar permanent. Es gibt nichts Schlimmeres, als die Menschen in dieser Stadt zu übergehen, ihnen irgendwas zu erzählen und zwar im Nachhinein. Man muss schnell sein und dazu ist es natürlich notwendig, auch da zu arbeiten, wo die Anfragen eingehen. Das sind Journalisten. Journalisten sind für mich ein Instrument, mit dem man gut arbeiten kann, fair, ehrlich, aber klarstellen muss, wie die Stadt tickt. Und wenn Herr Dr. Söhring heute früh hier Wildschweine gestanden hätten, wäre für mich Premiere, weil wir hatten in Mitte noch keine, dann hätte ich gesagt, dann bleiben Sie einen Augenblick stehen und gehen rein ins Haus. Und glaube ich, das ist wichtig, den Menschen zu sagen, warum die Tiere hier sind, dass sie hier sind, ist normal. Und zu erklären, was da für Gefahren bestehen oder was da eben nicht für Gefahren bestehen. Im Stadtzentrum kommen sie also vor, genau im Stadtzentrum gibt es dann auch häufig den Ärger. Aber klar ist auch, es gibt Unsicherheiten, es gibt Ängste, die die Menschen haben. Und die Menschen rufen an, die rufen überall an, weil sie eben irgendwas sehen, weil sie nicht damit umzugehen wissen und weil sie erklärt bekommen wollen, warum ist denn das eigentlich so? Und man muss auch mit den Menschen sprechen, man muss auch Verständnis haben für die, die andere Auffassung haben. Die gibt es, 3,6 Millionen Menschen heißen manchmal 3,6 Millionen unterschiedliche Auffassungen. Wildtiere, wenn ich hier, finde ich ein so passendes Thema, so ein passendes Schlagwort, weil das erlebe ich seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren mache ich diesen Job und seit 20 Jahren höre ich von den Menschen, die die Tiere in der Stadt plötzlich sehen und damit nicht einverstanden sind. Ich finde die Tiere ja toll, aber doch nicht hier. Bringen Sie die doch mal weg, bringen Sie doch mal in den Wald, was wir eben so verstehen. Panikmache oder Aufklärung, und das ist quasi das, was ich jeden Tag erlebe, was Sie auch jeden Tag hören und lesen können in den Zeitungen. Es wird diskutiert, es wird permanent diskutiert, über Kinder und Tiere wird immer diskutiert und das sind so die Zeitungsartikel, die ich mal rausgesucht habe, auch Wildschweine im Wohnzimmer, Wildschweinjagd am Alex, das ist schon ein paar Jahre her, im Spielplatz, der gesperrt werden musste wegen eines Fuchses,
die Tiere, die in der Stadt an der Haltestelle standen, der Professor, der zu Fall gebracht wurde, das Freibad, was geschlossen werden wurde wegen einer Fuchsfamilie, die Jäger, die nicht in der Lage waren, die Schweine zu töten, der Mops, der vom Wildschwein gefressen wurde. Oder eben, was mache ich eigentlich, wenn die Sau dreimal grunzt? Es sind verschiedene Themen, die jeden Tag in der Zeitung erscheinen. Auch übrigens über Hummer geht das natürlich einher. Und wenn die Tiere zu viel werden, werde ich angerufen und sage, Herr Ehlert, bringen Sie bitte Ihre Tiere wieder raus. Und wenn die Hertaner wieder mal verlieren, dann sind es nicht die Hertaner, es ist eine Fußballmannschaft bei uns, sondern es sind natürlich die Wildschweine, die den Platz umgraben. Das ist eigentlich so täglich Brot, mit dem wir umgehen müssen, was ich aber gar nicht schlecht finde. Denn dadurch ist es möglich, mit den Menschen in dieser Stadt zu arbeiten, ihnen zu erklären, warum eigentlich die Hummer hier leben und warum die Wildtiere die Stadt bevorzugen und wieso eigentlich in einem Freibad Füchse leben. Wer nicht Berlin kennt, ich glaube, fast alle werden das gut tun, der weiß, dass die Stadt riesig ist. Fast 900 Quadratkilometer groß. Also nur mal als Vorstellung, das ist so groß wie München, Frankfurt und Stuttgart zusammen. Das ist eine Riesenstadt. Und obgleich hier in Berlin viel gebaut wird und viel versiegelt ist, trotzdem über 40% unserer Landesfläche sind Grünflächen, Brachflächen, Wasserflächen, Ackerflächen, Wald, Sumpf, Flüsse, Seen. Das ist eine große Zahl. Und wenn man genauer hinschaut, hier sind die Grünflächen mal aufgeteilt, sieht man, das ist sagen auch eine Grünstruktur, in der sich die Tiere bewegen können, groß oder klein, und sich da drin auch dauerhaft aufhalten können. Je größer eine Art, desto schwieriger wird es für sie, im Stadtzentrum zu leben. Der Tiergarten sieht zwar manchmal säuisch aus, aber Wildschweine leben da nicht. Es ist zu verinselt, also eher im Stadtrandbereich. Fragenkomplexe gibt es natürlich in dem Zusammenhang mit dem Auftreten von Wildtieren. Aus welchen Gründen kommen sie eigentlich in die Stadt? Werde ich jeden Tag gefragt? Werden viele jeden Tag gefragt? Was machen die eigentlich in der Stadt? Die haben es doch im Wald viel besser. Genauso ist die Frage natürlich nach den Wanderwegen, wenn sie in die Stadt kommen, wie wandern die eigentlich? Die brauchen da große Grünflächen. Gibt es Verbreitungsschwerpunkte? Wir haben eben so schöne Karte von Herrn Petersen gesehen, von den politischen Ergebnissen. Ich musste da ein bisschen schmunzeln, weil die Bezirke, die schwarz waren, sind vorwiegend Bezirke, wo es Schwarzwild gibt. Und die Roten sind häufig Bezirke, wo wir Rotfüchse haben. Interessant, aber da müsste man mal suchen, ob es da Parallelen gibt. Ist eigentlich das Vorkommen von Wildtieren erwünscht? Das fand ich passend, eben die Umfrage und die Ergebnisse, dass wir hier alle tolerant sind, ne? Und dass wir alle sagen, ja, sind erwünscht, aber eben nicht bei mir. Und was ist eigentlich mit den jeweiligen Arten? Interessant auch, dass Herrn Petersen bei der Eidechse nicht untersucht wurde, wie bei dir akzeptiert wird. Ich finde mal, dieses Wort Eidechse ist ja schon so ein Totschlagwort. Die wird ja nicht gern gesehen, aber es ist eben auch ein Wildtier, die durchaus in der Stadt auch vorkommen können. Neubürger, ein großes Thema. Am Waschbären sieht man es deutlich, auch am Nutria. Wie gehen wir damit eigentlich in der Stadt um? Haben wir da überhaupt Möglichkeiten zu regulieren? Bei der Bejagung von Waschbären in der Stadt Berlin haben wir große Schwierigkeiten, auch eine Akzeptanzschwierigkeit in der Bevölkerung. Dasselbe bei den Hummern, beziehungsweise bei den amerikanischen Sumpfkrebsen. Das heißt Berlin-Hummer inzwischen, deswegen habe ich mir das schon so angewöhnt. Da ist es selbstverständlich, dass wir die jagen können und dass sie gegessen werden können. Interessant, ne? Beides hochinteressante Wildtierarten. Bei der einen akzeptiert man das, wenn wir jetzt offiziell sagen würden, wir geben die Waschbären zum Abschuss frei, die können gegessen werden, dann hätten wir ein ganz großes Problem. Die Bevölkerung muss also informiert werden. Die muss mitgenommen werden. Und egal, welche Meinung sie haben, sie müssen aufgeklärt werden. Eben Menschen von nebenan können eventuell nicht wissen, warum Wildschweine aus dem Wald kommen. Und Erholungssuchende im Tiergarten wissen eben nicht, warum da Waschbären leben und warum da Füchse leben und dass da nichts Schlimmes passiert. Inzwischen ist, glaube ich, bekannt, dass zumindest in Berlin über Wildschweine leben. Die Hochburg, sagt man, sind wir von Deutschland, die Hochburg der Wildschweinstadt. Und ich glaube, inzwischen erreicht zu haben in diesen 20 Jahren, dass keiner mehr groß aufschreckt, wenn Wildschweine da sind. Ich hatte gestern Abend, hat nicht mehr geklappt, weil ich die Freigabe nicht bekam, ein Video bekommen von jemandem aus Lichtenrade, das ist im Süden der Stadt, gestern Abend. Der hat mir gesagt, wir haben hier große Schwierigkeiten, es geht seit 4-5 Tagen etwa, dass wir nicht mehr ins Haus können, weil Wildschweine vorbeilaufen. Ich habe gesagt, dann machen Sie mal ein Foto. Und die haben mir gestern Abend ein Video geschickt, es waren 91 Wildschweine, die durch die Gärten laufen. Aber auch da ist es wichtig, da war ich mich heute Nachmittag dann oder heute Abend hin, mit den Leuten zu reden, zu erklären, warum die da eigentlich sind. Die Wildschweine, die haben da nicht vor, die Vorgärten umzugraben. Die kommen mittelbar aus dem
Brandenburger Raum, da sind die letzten Tage Maisfelder geerntet worden, die Tiere wissen nicht wohin und versuchen jetzt irgendwo in der Stadt unterzukommen. Die Welt wird jetzt nicht besser, aber es ist wichtig aufzuklären, zwar sowohl die Leute, die da wohnen, die Fragen haben, die damit verunsichert sind, und die Journalisten mitzunehmen und zu erklären, ey, die Wildschweine, die wollen jetzt nicht die Stadt erobern, sondern die wollen einfach ihren Lebensraum sichern. Die Situation vor Ort, wie ist die eigentlich? So ein paar Bilder habe ich mal mitgebracht. Einmal eine Bildvorstellung von den Journalisten, wie die sich so inzwischen die Stadt vorstellen von den Wildschweinen. In diesen zwei Jahrzehnten, denen ich es mache, habe ich, glaube ich, schon alle Situationen erlebt. Außer die vordere Linke mit dem Kind. Wildschweine ist mal ein schönes Beispiel, weil Berlin mit Wildschweinen am meisten Erfahrung hat. So sehen eben, in diesem Fall ist es ein Villenvorort vor Grunewald, manche Journalisten, die Wildschweinbegebenheiten. Das echte Stadtleben sieht ja ein bisschen anders aus. Das ist etwas, was Sie alle kennen, was in der Stadt sehr häufig vorkommt. Thema Waschbär ist ein Riesenthema, womit wir uns auch künftig viel intensiver noch befassen müssen. In diesem Bereich, das ist gleich um die Ecke, geht es um ein typisches Stadttier. Jetzt müssen Sie ganz genau hinschauen, ich habe keinen Pointer, aber wenn Sie in die Mitte schauen, da ist so ein gelbe Styropor-Palette und unter dieser Styropor-Palette unten rechts steht so ein kleines Tier, ist ein Fuchs, und Sie stehen mitten in seinem Revier. Das ist ein moderner Fuchs in der Stadt. Der hat etwa 8000 Quadratmeter bebaut, nur für sich, da kommt auch keiner ran. Es ist eine etwas andere Höhle, als wir vielleicht vom Wald kennen, aber ein typisches Stadtfuchsrevier. So 4.500 Stadtfüchse vermuten wir, haben wir in der Stadt. Und das ist ein typisches Stadtrevier von einem Fuchs. Für mich was völlig Normales, für viele andere sicherlich etwas Neues. Womit wir uns alle auseinandersetzen, klar, sehr öffentlichkeitswirksam ist das Retten von Schwänen. Schwäne haben immer so etwas Majestätisches. Ne? Auch im Frühjahr, wenn die irgendwo brüten, wird sogar alles abgesperrt und abgesteckt. Ist aber natürlich auch eine Aufgabe, die immer wieder auch anfällt. Ja, sehr zutrauliche Füchse in der Stadt. Die können übrigens auch mit Schwänen gut, wenn sie gut gefüttert werden, beziehungsweise ausreichend Futter bekommen. Die holen sich natürlich ihren Anteil auch von Menschen, klar. Das Thema Füttern ganz gezielt von Wildtieren ist ein großes. Aber um klarzustellen, auch an dieser Stelle, ja, wir haben Menschen, die Wildtiere gezielt füttern, die auch jagdbare Arten füttern, was nicht in Ordnung ist, wie zum Beispiel Wildschweine. Aber wir haben keine Wildtiere in der Stadt, weil es Menschen gibt, die diese Tiere füttern. Wir haben Probleme im Einzelnen in der Stadt mit Menschen, die diese Tiere füttern und deswegen Tiere handsam machen, distanzlos sozusagen werden lassen. Aber auch wenn wir nicht füttern würden gezielt, sind die Tiere da. Das ist mir immer ganz wichtig klarzustellen, weil immer auf Menschen gezeigt wird, die denn da gezielt füttern. Ja, 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 mit denen haben wir große Schwierigkeiten, weil die eben die Distanz zu den Tieren untermauern und dadurch die Tiere eben einfach gar keine Scheu mehr haben. Aber sie wären auch ohne das gezielten Füttern da, weil sie durch die Menschen genug Nahrung finden. Das ist ein häufig im Sommer anzutreffender Moment, wo Füchse eben auch tagaktiv sind. Sie haben inzwischen gelernt, sich in der Stadt zu bewegen. Auch Bienen, Insekten, da weiß die Deutsche Wildtierstiftung ja einiges von zu erzählen, weil sie da vorbildlich seit Jahren aktiv ist. Und natürlich, klar, Hund und Wildtiere, immer wieder ein großes Thema in der Stadt. Und auch weißbunte Wildschweine, für mich immer sehr angenehm, weil ich die dann wiedererkennen kann, individuell, sind in der Stadt anzutreffen und auch mitunter 4-5 Kilometer außerhalb des Waldes. Waschbären, ich glaube, das ist etwas, was fast alle Städte inzwischen haben. Das ist hier einer vom Parkhaus am Alexanderplatz vor einigen Jahren und eben auch Käuze, Waldkäuze und Waldereulen, auch Tiere, die in der Stadt leben und vorkommen. Sie gehören mit insgesamt zum Inventar der Stadt. Ich zeige sie deswegen nur, weil sie niedlich aussehen und weil alles, was niedlich ist, wird, wenn es nicht bei 3 auf dem Baum ist, mitgenommen. Die 3 hatten Glück. Ansonsten ist eben ein merkwürdiges Phänomen von uns Menschen, dass wir, wenn wir was sitzen sehen auf dem Boden und vielleicht so ein bisschen Kindchenschema hat, mitnehmen wollen. Es gibt Schwerpunkte des Mitnehmens, Freitagnachmittag bis Sonntagabend. Da wird besonders viel mitgenommen und da wird angerufen. Dann stellt man ziemlich schnell fest, Mensch, das Tier sieht ja doch nicht so aus, als man es gleich großziehen könnte und wird doch nicht selbstständig. Und dann ruft man an. Und spätestens Montag früh ist dann eine NABU-Wildtierstelle, klingelt das Telefon und sagt, kommen Sie mal, hören Sie mir die Tiere ab. Grausam. Und dafür bin ich da. Wir müssen alle zusammen und ich jetzt speziell auch aufklären. Wir müssen den Leuten klar sagen, wenn ihr rausgeht, ist es schön, wenn ihr Tiere seht auch, aber nicht alles mitnehmen. Das ist eine Entfremdung, die da stattgefunden hat, die natürlich im Stadtgebiet eher anzutreffen ist, diese Entfremdung, als vielleicht
im lockeren Siedlungsbereich oder außerhalb. Ein zunehmendes Thema sind Biber, wenn wir gleich noch sicherlich was Spannendes zu hören. Als ich vor 20 Jahren mich mit den Wildtieren anfing, in der Stadt intensiver zu beschäftigen, waren zwar schon die ersten Biber da, aber ich habe im Traum nicht daran gedacht, dass die mal Berlin erobern würden. Wir haben damals ein Landschaftsprogramm erarbeitet für Berlin mit dem Biotopverbund. Da durfte ich mitwirken an diesem Programmplan, 1:50.000er Plan. Ich bin ja Planer, wie Sie wissen. Ich muss deswegen schmunzeln, weil wir da uns Gedanken gemacht haben, wie wohl irgendwann der Biber hier reinkommen könnte und uns Planer Gedanken gemacht haben, mit anderen Planern zusammengesessen haben. Und vor 5 Jahren wurde dann endlich im Landschaftsprogramm das dann letztlich nachher gesetzlich verabschiedet, dass der Biber so laufen kann. Und vor 5 Jahren war der Biber schon längst da. Der hat nicht auf uns gewartet, bis wir soweit waren und ihnen Programmpläne vorgelegt haben, der einfach die Stadt erobert. Mit über 60 Ansiedlungen, so 170, 160 Tiere mögen es vielleicht sein, sind wir, glaube ich, jetzt auch am obersten Limit, was die Stadt so insgesamt haben kann. Damit gibt es auch Probleme, dazu gehe ich gar nicht ein, weil wir es da gleich nochmal hören werden. Und Kaninchen, auch das scheidet die Geister. Die einen, die schön finden und die anderen, die sagen, kann doch nicht wahr sein, aber bitte nicht hier. Die Gründe für das Auftreten von Wildtieren ist ja sehr unterschiedlich. Wenn man sich das mal grundsätzlich vor Augen hält, ist es klar erstmal, dass ein Lebensraum Stadt ja auch einer ist. So lebensfeindlich ist ihm die Stadt gar nicht und dass es durchaus für bestimmte Tierarten interessant ist, da überhaupt hinzugehen. Vorausgesetzt, dass sie sich auch reproduzieren können, dass genug Nahrung da anzutreffen ist. Klar ist auch bei kleineren Arten, es muss natürlicher sein. Es darf zum Beispiel Pflanzenschutzmittel nicht geben, es muss die Möglichkeit sein, die Reproduktion, Klammer auf, Tempelhofer Feld ist ein schönes Beispiel für Feldlerchen, für andere Arten, die sich da reproduzieren können, mit der dichteste Feldlerchenbestand pro Hektar in Deutschland, in einer Großstadt wie Berlin. Aber auch natürlich, klar, das Vorhandensein eines Stamminventars, aus dem sich dann nachher jeweils die Population auch weiterentwickeln kann, und das Einhalten von Rechtsvorschriften. Das nutzt alles nichts, zu sagen, die Tiere können hier leben, wenn man sich nicht auch an die Gesetzmäßigkeiten hält. In Berlin herrscht Jagdruhe. Die Tiere kommen sicherlich auch in die Stadt, da komme ich gleich zu, weil sie eben auch in der Stadt außerhalb des Waldes mehr Jagdruhe haben, weil mich in der Stadt nicht gejagt wird. Und es ist natürlich klar immer die Öffentlichkeitsarbeit, die da eine Rolle spielt. Die Öffentlichkeit muss mitgenommen werden, die muss informiert werden. Nicht nur durch Vorträge wie heute, sondern eben auch durch Broschüren, durch Informationen. Die Menschen müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit in der Lage sein, über das Internet gegebenenfalls sich zu informieren und erklärt zu bekommen, warum das eigentlich so ist, was da gerade stattfindet und wie das eigentlich so stattfindet. Und warum die Tiere in die Stadt kommen und was ich dagegen machen kann. Und zwar nicht gleich zum Baumarkt zu gehen, sondern eben auch zu wissen, was man als legale Methode machen kann, um etwas zu vergräben. Es ist in der Stadt sicherlich etwas anders als auf dem Land, was die Methoden betrifft. Auf dem Land kann ich durchaus auch Geruchsmittel gegen Füchse einsetzen. Das hilft, das sind ja synthetisch, da ist auch Menschenschweiß mit drin. In der Stadt kann es ihnen passieren, wenn sie die einsetzen, dass die Tiere noch ankommen, weil sie ahnen, dass da Menschen sind, die ihnen vielleicht Futter geben. Das ist also durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Dieses Bild von den Wildschweinen vor ein paar Jahren aufgenommen, zeigt auch nochmal klar das Berliner Stadtleben. Das kann Ihnen zwar heute nicht hier vorm Eingang passieren, aber schon, wenn Sie heute nach Lichtenrade kommen. In diesem Sinne, ich bin vorzeitig fertig, vielen Dank.